Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei den Zooms mit einem sehr, sehr haarigen Dakota. Aber wir haben ihn in der letzten Folge sich in einen Werwolf verwandeln lassen. Und ja, dementsprechend ist er auch eine Vampir-Gartenzwerg-Lady? Keine Ahnung, ich habe jetzt gerade irgendwie versucht, die richtigen Worte für dieses kleine Etwas zu finden. Und ja, wir lassen sie einfach mal da, würde ich sagen. Das ist okay. Ich habe gerade gesehen, Quietschi wird in 3 Tagen ein Senior. So, das ist schon krass, oder? Wenn man überlegt, wie lange wir jetzt schon spielen und dass jetzt der Tag gekommen ist praktisch, wo Quietschi auch älter wird. Krass, oder? Es dauert schon echt eine ganze Weile. So, Prudence hat von Zack Post gekriegt und hier sind einige Vibes am Start. Können wir hier irgendwas machen? Nee, mit den Pferden hatten wir eigentlich alles soweit getan. Aber rein theoretisch könnten wir mal zu einem Wettbewerb gehen. Muss Casey zur Arbeit? Ja, okay. Gut, Casey, geh mal zur Arbeit. Wäre toll. So, Dakota hat anscheinend was geschrottet. Dann lieber Dakota einmal... Nee, hä? Ach nee, das Klo wurde geschrottet. Ja, gut, dann entschrotte das mal wieder. So, wir versuchen hier mal aufzusitzen, weil ich habe die Hoffnung, dass wir gleich noch am Reitturnier teilnehmen können. So, dann setzen wir auf Bonita auf. Ist mir jetzt auch egal. Bonita ist gerade schön hier vorne. Bonita einmal stehen bleiben, das wäre ganz toll. So, Casey ist unterwegs zur Arbeit. Dakota entstopft das Klo und kann hier rein theoretisch auch mal die Pfütze aufwischen. So, Prudence hat gerade das Bett gemacht und kann sich eigentlich auch schon wieder schlafen legen. So, Michelle lernt gerade kochen und wir haben jetzt aufgesessen. Sehr schön. Dann, meine lieben Freunde, gehen wir mal in die Kartenansicht und schauen mal, dass wir hier vielleicht daran teilnehmen können. So, teilnehmen. Was kann Bonita denn am besten? Ich würde sagen Rennen, oder? In Rennen sind wir ziemlich gut. Nicht perfekt, aber schon recht gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch mal hier für Fortgeschrittene teil. International muss es jetzt nicht unbedingt sein, aber Fortgeschrittene sind wir auf jeden Fall gut dabei, würde ich sagen. Also legen wir da einfach mal los. Und dann können wir auch mal hier wieder auf das Grundstück gehen. Was macht Milo gerade? Richtung Leckstein wandern. So, auch schon angekommen. Alles klar. Star, was machst du? Du rennst noch weiter vor dich hin. Sehr schön. So, Quietschi braucht ein bisschen Soziales. Ach, je. So, Prudence ist gerade schon schlafen gegangen. Sonst hätte ich gesagt, können wir noch was mit Prudence machen. Aber ich schicke Quietschi einfach mal nach hier unten. So, Pummeluffi, wie weit bist du? Ich lasse Pummeluffi noch mal eine Runde kauen. So. Und dann kann Pummeluffi sich gleich mal mit Quietschi eine Runde beschäftigen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Option. So, Dakota ist jetzt auch mit allem fertig. Dann schicken wir Dakota hier mal ein Gelee-Sandwich futtern. So, Pummeluff, dann hast du hier das super gemacht und kannst hier mal eine Runde beschnüffeln kommen. Bonita geritten von Lara Soom wird bald an folgenden Wettkampf teilnehmen. Eichhornpokal, okay. Alles klar. So, Pummeluff hat jetzt hier irgendwie nichts mit Quietschi gemacht. Freundlich, beschnüffeln. Freundlich, Kontakt knüpfen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, wir bleiben auf jeden Fall hier mal beim gleichmäßigen Tempo. Okay, wir sind Platz 4. Haben wir uns ja gut an die Spitze gesetzt. Das sieht soweit ganz gut aus. Wow, Platz 3. Sehr schön. Dann bin ich ja mal gespannt, ob wir das so verbessern können. Bis jetzt sieht das ja echt gut aus. So, Level 9 erreicht. Sehr schön, Michelle. Ah, wir wollen einen Glückszauber wirken. Und Zutaten. Wir wollen einen Limettenkuchen essen. Können wir einfach so einen Limettenkuchen machen? Können wir das einfach tun? Limettenkuchen. Hier, komm, wir machen uns jetzt selber einen Limettenkuchen. Warum zur Hölle steht Flöckchen hier drin? Flöckchen, kommst du hier nicht raus? Nee, fällt uns gerade ein bisschen schwer. Okay, Moment. Wir werden Flöckchen einfach mal resetten. So. Jetzt sollte das Flöckchen nicht nur bedürfnissemäßig gut gehen, sondern Flöckchen sollte auch wieder an einem neuen Ort sein. So, ich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal noch hier so, weil bis jetzt läuft das gleichmäßige Tempo ja echt gut. Wir müssen da ja jetzt nicht unbedingt was riskieren. Oh, weia. Pünktchen. Das ist ja gar nicht gut. Ausschimpfen für Ferkel sein. Das läuft ja hier nicht so. So, haben wir uns jetzt hier schon ein bisschen
umeinander gekümmert, Pummeluff? Läuft das hier bei euch zweien oder ist das eher so... Oh, ey, der Kota, alles was er heute anfasst, geht einfach kaputt. Das gibt's gar nicht. So, das schimpfen wir mal aus. So, was haben wir jetzt... Achso, wir haben es in den Herd gebracht. Ich wollte gerade sagen, was haben wir gerade in den Geschirrspüler gebracht? Wir wollten ja eigentlich hier das Ganze eher andersrum halten und das zubereiten. So, haben wir gewonnen? Ich habe es gar nicht gelesen. Verdammt. Ja, doch, haben wir. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, können wir auch wieder nach Hause kommen, wenn wir da fertig sind. So. Pünktchen wurde ausgeschimpft. Wir wollen Pummeluff anbellen. Das können wir rein theoretisch dann auch mal tun. Aber erstmal gehen wir hier eine Runde kauen. So, die Leistung von Casey ist gestiegen. Sehr schön. Das sieht alles noch sehr gut aus. So. Wir reparieren jetzt hier mal den Geschirrspüler. Und in der Zwischenzeit wird mein toller Pfannkuchen gefuttert. Pfannkuchen, Limettenkuchen. Ich hoffe, das ist a little bit lecker. Wäre zumindest sehr schön. Oh, das Lied ist auch voll gut, ne? So. Was ist passiert? Oh, Glückwunsch. Dakota wurde vom Stadtrat... Warum? Weil wir was repariert haben? Ach, bestimmt wegen dem Geschicklichkeitspunkt. Wir haben die Fähigkeiten weiter ausgebaut. Alles klar, wir sind jetzt Rauchabzug. Das ist ja interessant. Ich bin gespannt, ob hier noch irgendwie was in der Art passiert. So, wir können auf jeden Fall die Pfütze abwischen. Pummeluff will aus dem Napf fressen. Wir trinken. Was trinken wir denn? Ich habe ein bisschen Angst. So, irgendjemand wollte hier mit Pummeluff was machen. Und Quietschi wollte hier mal eine Runde beschnüffeln. Dann machen wir das mal eben noch schnell. Wir haben uns hier schon auf die Couch hingelegt. Auch süß. So, hier müssen wir die Reste wegstellen. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Das muss mal weggeräumt werden. So, Quietschi ist auf dem Weg. Lara ist mittlerweile auch wieder da. So, dann würde ich sagen, sitzen wir hier mal ab, meine Liebe. Ausreiten, nee, pferdfreien Lauf lassen. Heldenhafte Pose, ja, hier kommt. Wir machen die heldenhafte Pose und danach wird mal abgestiegen. Wir sind schon krass drauf, sage ich euch. So, Bonita, dann kannst du hier wieder frei umherlaufen, wie du das möchtest. So, ich würde mal sagen, Bonita kann hier hinten, sich mal was vom Heu gönnen. Das ist auf jeden Fall drin. So, und Lara, du kannst mal auf die Toilette gehen, würde ich sagen. Und dich hier um unsere Tiere kümmern, die kurz vorm Verhungern sind. Das ist ja sehr ungünstig. So, also los geht's. Michelle ist hier soweit fertig. Ich überlege gerade, lass mal Michelle nochmal irgendwas lernen. Den Pfannkuchen haben wir ja auch gemacht. Ah, jetzt wollen wir unbedingt Hawaii-Toast essen. Wir können ja mal unser Glück versuchen. Haben wir hier irgendwo Hawaii-Toast am Start? Ich sehe es auf jeden Fall gerade nicht. Das ist ja ungünstig. Ja, dann könnte das mit einem Hawaii-Toast hier schwierig werden. Kein Hawaii-Toast, weil ich glaube, wir haben auch nichts als Reste von Hawaii-Toast, ne? Gelee, Kuchen, Limetten, Waffeln. Nein, haben wir nicht. Also gehen wir einfach mal eine Runde duschen. So, los geht's. Hier wissen wir Bescheid. Prudence schläft. Casey kommt bald nach Hause und kann dann auch mal eine Runde schlafen, nachdem sie eine Runde duschen war. So, Quietschi ist jetzt hier auch am Start gewesen. Sehr schön. Ich würde sagen, wir können ja Quietschi einfach mal eine Runde bürsten. Weil wir so unglaublich gut drauf sind. So, und dann können wir auch mal die Lautstärke hier innen ändern. Wow. Gefühlt ist es immer noch dieselbe Lautstärke. Auch nicht schlecht. So, Quietschi möchte auch gerne Casey beschnüffeln und auf etwas springen. Dann machen wir das einfach mal und hoffen, dass es funktioniert. So, und wer wollte hier noch wen beschnüffeln? Pünktchen und Pummeluff noch, aber das kriegen wir auf jeden Fall ein andermal hin. Wir wollen doch unbedingt den Einsatzwagen verbessern. Wir können ja rein theoretisch mal zur Feuerwache gehen und gucken, ob wir das umgesetzt kriegen. So, wir kommen gleich mal hier eine Runde hin. So, können wir hier eigentlich auch irgendwas anderes machen, wie einfach Dinge tun? Ich weiß nicht, okay, jemand anderes ist auch da. Pferdestärke erhöhen, Instand halten. Wir können ja auf jeden Fall mal eine Runde Instand halten. Dann tun wir hier mal was Sinnvolles. So. Wie wir einfach hier durch die Gegend hüpfen. So, und danach können wir mal hier versuchen, die Pferdestärke zu erhöhen. So, wir gucken mal, ob Lara hier drüben alles geschafft hat, was sie schaffen sollte und wollte. Auf jeden Fall sind wir hier oben bei Schildi angekommen. Oh Gott, was...
Was war das? Es ist schwer, eine Freundschaft aufrechtzuerhalten. Heute war der erste Jahrestag der Arbeit von Casey am Arbeitsplatz Programmkino. Das Täter? Was? Ihre Kollegen haben zu diesem Anlass eine Party veranstaltet. Es ist schwer, eine Freundschaft aufrechtzuerhalten. Schwer eine Freundschaft, Tagewerk verdient. Bald ist Liebestag, also beginne deinen Schatz zu verwöhnen oder wenn du Single bist, sei mutig und organisiere eine Verabredung für einen romantischen Feiertag. Puh, die Musik hat mich gerade sehr irritiert, aber cool, wir haben auch eine Beförderung erhalten. Richtig, richtig gut. So, ich überlege gerade, ob wir einfach schlafen gehen. Hier unten hat alles funktioniert soweit, sehr schön. Dann, ja, komm, gehen wir einfach mal schlafen. So, wie geht es Michelle? Wo ist sie eigentlich abgeblieben? Ach, sie war in der Dusche, stimmt ja. Dann würde ich sagen, gehen wir hier auch nochmal eine Runde auf die Toilette und machen hier auch noch sauber. Ist hier alles... Wir können auch Wäsche waschen. Hier können wir... Warum können wir das nicht sauber machen? Ach so, weil wir schwanger sind. Das verstehe ich natürlich. Tiefgreifend hier. So, Dakota ist da immer noch am Verbessern. Level 10 der Musikkarriere erreichen, finde ich auf jeden Fall gut. Jemanden kennenlernen. Ein neues Rezept kaufen. Ich mache mal hier jemanden kennenlernen. Ich finde das irgendwie wahrscheinlicher. So, jetzt kann Michelle rein theoretisch dann auch mal im Bett verschwinden. So, und da ist die Prudence auch schon wach geworden. Dann machen wir hier auch mal das Bett. Und gehen mal auf die Toilette. Ach Mensch, alles ist am Dun. Ich bin gerade eigentlich relativ stolz. Vor allem, wir haben ja auch noch... Eigentlich ist das Zimmer, also das Zimmer sage ich schon, das Haus voll riesig und auch voll perfekt so für uns. Hier hätten wir auch noch Platz für ein Kinderzimmer. Ja, irgendwie will ich schon ausziehen, aber irgendwie auch nicht. Hier hängt einfach so viel dran, das ist halt irgendwie... Ihr versteht mich, oder? Aber wir setzen das auf jeden Fall noch um. Aber jetzt warten wir erstmal, dass hier das Kind kommt. So, was? Warum machen wir ein Upgrade selbst reinigend? Ich wollte es doch nur sauber machen. Das verstehe ich schon wieder nicht. Bin ich da abgerutscht? Was ist passiert? Manchmal ist komisch. Wir kloppen da erstmal drauf rum, bis da, obwohl wir es nur sauber machen wollten. Ach nee, ey. So, das war alles sauber. Das hatten wir gerade kontrolliert. Hier können wir mittlerweile auch bei Panzer sauber machen. Und hier können wir auch nochmal das Futter nachfüllen und uns dann mal selber was zu futtern gönnen. Wir nehmen mal hier das Kuchenstück vom Geburtstag. Weil das muss ja irgendwie irgendwann auch mal weg. So. Da ist alles sauber. Sehr schön. Da geht das Telefon jetzt unendlich. Das ist eher weniger schön, aber auch in Ordnung. So, dalle. Und jetzt wird was gefuttert. Wir können ja dann auch mal gleich hier alles ein bisschen sauber machen. So, wie geht's denn unseren Tieren? Hier wird geschlafen. Milo schläft auch. Flöckchen schläft. Barbie schläft. Pummeluff würde gerne mit Quietschi Kontakte knüpfen. Pünktchen frisst gerade. Quietschi schläft. Und Star schläft auch. Okay, alle sind am Schlafen. Der Hirsch kommt wieder durch die Küche. Also alles ganz normal. Und springt einmal um Prudence rum und zurück. Das ist ja auch nicht schlecht. So, wir wollen Zack als Freund gewinnen. Okay, gut. Vielleicht sollten wir Zack einfach mal anrufen. Wir gönnen Prudence hier einfach mal so ein bisschen Eigenleben. Da freut sie sich bestimmt. Aber wir warten erst einmal, bis es nicht 4 Uhr morgens ist. Ich glaube, das ist da an der Stelle etwas erfolgreicher. So, jetzt haben wir uns mehr oder weniger vor Pünktchen erschrocken und lassen erstmal gleich die Wäsche liegen. Ist ja ein Träumchen. So. 4 Uhr, ich habe gerade Angst, deswegen mache ich gerade gar nichts. Wir wollen nicht in Panik ausbrechen, aber bloß nicht... Alter, Mann, Pünktchen! Das ist ja leicht anstrengend, dass Pünktchen sich hier alle 2 Sekunden von Wasser erleichtert. So, Pünktchen. Dann einmal da eine Runde kauen gehen. Dann schafft Prudence es vielleicht auch mal in die andere Etage. Das wäre doch mal was. Ich glaube, bei Lara war oben auch noch was, ne? Da wären wir... Ja, gut, wir gehen schon durchs Bücherregal. Ich sehe schon. So. Und wieder nach unten. Ich glaube, wir könnten den Geheimraum hier eigentlich auch aufheben, oder? Weil mittlerweile... Ich meine, der Dachboden ist jetzt vielleicht so ein bisschen geheim, aber... Nicht, dass unsere... Obwohl, vielleicht auch, weißt du, weil unsere totgeglaubte Mutter oben auf dem Dachboden wohnt. Ich meine, sie war ja gestorben. Wisst ihr, was ich meine? Das wusste ja keiner, dass sie jetzt plötzlich wieder da ist. Ich meine, man könnte sagen, sie ist verreist. Aber wenn du vorher schon einen erzählt hast, meine Mutter lebt leider nicht mehr und plötzlich ist sie wieder da, ist das ein bisschen gruselig. Ach ja. So, und wenn du dann irgendwie anfängst zu erzählen, ja, sie hat ihr Tod vorgetäuscht, wird es alles irgendwie nur noch komischer. Vielleicht sollten wir sie wirklich da oben einfach... verstecken. So, ich wecke Star hier mal auf, damit er sich so ein bisschen um seine Bedürfnisse kümmern kann. Und warum zur Hölle, Prudence, haben wir jetzt die Wäsche nach hier draußen geschmissen? Das verstehe ich nicht ganz, aber
Ich verstehe hier so einiges nicht. Von daher ist das, glaube ich, halb so wild. Hä, was ist denn oben jetzt hier schon wieder an Wäsche? Packen wir es jetzt hier in den Wäschekorb oder was? Nee. Okay. Gut. Wir schnappen uns jetzt mal über die Wäsche und waschen die. Okay, manchmal ist echt merkwürdig. So, Lara ist gleich ausgeschlafen. Das heißt, Lara schnappt sich hier gleich mal Fettwaffeln. Michelle braucht auch nicht mehr lange. Prudence ist ja bereits wach. Dakota. Oh, wir haben Dakota auf der Feuerwache vergessen. Hoppla! So, komm, wir schicken Dakota hier mal ins Badezimmer. Der kann sich mal ein bisschen frisch machen. So, dalle. Und dann kann er sich hier auch mal zum Schlafen legen. So, Casey braucht noch ein bisschen länger. Lara steht jetzt auf. Was macht Michelle, wenn sie... Oh, sie steht auf. Ist Michelle jetzt nur so aufgestanden? Oder hat Pünktchen sie wach gemacht? Ich habe keine Ahnung. Wir wischen hier auf jeden Fall mal die Pfütze auf. Ach, ist bestimmt vom Pünktchen, weil er sich geschüttelt hat, ne? Ich hatte schon wieder Panik, so, aber hier ist auch eine Pfütze. Warum sind jetzt hier überall Pfützen? Das macht mich alles stutzig. So, Dakota geht gleich nicht mehr auf Klo. Ich sehe es schon kommen. Oh, wow, er hat es noch geschafft. Ich bin krass begeistert. Nur Lara ist irgendwie auf der Strecke geblieben. Blöde Sache. So, Prudence hat es zum Waschen geschafft. Dann geben wir die Kleidung jetzt mal in den Trockner. Alter, hier sind überall Pfützen. Das gibt's gar nicht. Wir alle tropfen hier irgendwie vor uns hin. So, hier müssen wir auch noch aufwischen. Lara ist da. So, wir wollten hier eigentlich auch noch was futtern. Dann schnappen wir uns hier auch mal ein paar Waffeln. So, Prudence wischt überall auf. Hier wird geduscht und dann ins Bett gegangen. Und hier wird bald aufgestanden. Aber wie es hier weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Dann bis zum nächsten Mal und ciao!